Wo ich klein war, gehe ich ganz oft Chicken mit Ham und mit Béchamel. Deshalb experimentiere ich ganz gerne mit diesem flotten Gemäß. Und da geht es heute bei mir ein Chicons Tarte Tatin mit Feta. Für dieses Rezept brauche ich Chicons, Feta, Pinienkernen, Thym und Blätterdeeg. Ich fange mit meinen Chicons an. Und für das ein bisschen mehr Butter sehen, schneiden wir die Herzen raus, weil da sitzen nämlich Butterstoffe dran. Da brate ich zwei innen an. Ungefähr 10 Minuten, bis sie wirklich ganz mild sind. So, da kommt nur ein guter Löffel Zucker dabei, für das mein Innen karamellisieren. Und schließen sie einfach so 5 Minuten gehen. So, hallo, mache ich mein Karamell für die Base. Und dafür schmelze ich 2 Löffel Zucker. Aber wenn ein bisschen goldig ist, da kommt noch Butter dabei. Und der Karamell kommt nur innen an meine Tarteform dran, weil das die Basis von der Tarte Tatin ist. Da kommt noch ein bisschen Salz drauf. Gesalzene Karamell. Pignon. Und noch nach Thym. Und Thym und Chicon, das passt wirklich mega gut bei Ihnen. Und da kann ich meine Chicon drauf verteilen. Ich mache die so in einer schönen Fächerform. Mit der abgeschnittenen Seite nur innen, für dass sie wirklich schön da drin karamellisieren. Und da kommen wir nur nach innen drüber. Und dann noch Feta. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen eine salzige Dimension. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber also lebt man das wirklich mega gut. Gut, und schauen wir noch ein bisschen Feta für die Nova, wenn ich sie serviere, nach frische Feta drüber zu streuen. So, also brauche ich immer noch mein Bier, die ich drüber zu rollen. Ich mache auf der Seite ein bisschen ran. Und dann picken wir schon ein Pummel mit einer Fourchette drauf, dass sie nicht so viel abgeht. So, also brauche ich meine Tarte Tatin nach einer halben Stunde bei 200 Grad zu gehen. So, hallo, zum Moment of Truth. Weil ein Tarte Tatin muss bekanntlicherweise umgedreht gehen. Ich hoffe, es bleibt nicht passen. Alle, 1, 2, 3, hopp. Oh, yes! Perfekt. Mega schön, dass sie gehen. Also, es sei denn, das riecht schön karamellisiert. Es riecht doch ganz stark, oder? Und hier kommt noch ein bisschen Feta oben drauf. Und ich dekoriere doch noch mal ein bisschen Thym. Und dann ist mein vegetarisches Tarte Tatin schon fertig. Ich bin wirklich happy, dass es im Skin ist.